Liebe Freunde, jedes Mal, wenn wir in unserem Praxiszentrum den Klang der Glocke hören, kehren wir zurück zu unserem achtsamen Atmen. Ob wir gerade etwas sagen oder über etwas nachdenken, wann immer wir die Glocke hören, kehren wir zu unserem Atem zurück. Unser Atem ist ein wunderbares Fahrzeug, mit dem wir ganz schnell wieder zu uns heimkehren können. In unserem täglichen Leben verlieren wir uns sehr oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wir bedauern unsere Vergangenheit und machen uns Sorgen über unsere Zukunft und werden so in unsere vielen Sorgen, Ängste und Pläne verwickelt. Wir haben keine große Begabung dafür, uns im Hier und Jetzt zu finden. Der Buddha sagte, dass das Leben nur in diesem jetzigen Augenblick vorhanden ist. Die Vergangenheit, sagte er, ist schon vorbei. Die Zukunft ist noch nicht da. Es gibt nur einen Augenblick für uns. Nur einen einzigen Augenblick, lebendig zu sein. Und das ist der gegenwärtige Augenblick. Doch viele von uns neigen dazu, uns in der Zukunft aufzuhalten. Darum können wir durch unseren achtsamen Atem lernen, zu uns selbst zurückzufinden und im wahrsten Sinn gegenwärtig zu sein, lebendig im Hier und Jetzt. Nach den Lehren des Buddha ist unser Leben nur im jetzigen Augenblick vorhanden. Wir haben in diesem Augenblick eine Verabredung mit dem Leben. Wenn wir ihn versäumen, so versäumen wir auch unsere Verabredung mit dem Leben. Und das hat sehr schwerwiegende Folgen. Die Übung des achtsamen Atmens ist deswegen so wertvoll, weil sie unserem Geist hilft, ganz schnell zu unserem Körper zurückzukehren. Nehmen wir an, mein linker Arm ist mein Körper und mein rechter Arm ist mein Geist. Und diese Kassette zwischen den beiden ist der Atem. Unser Körper mag da sein, aber unser Geist ist nicht da. Er mag in der Zukunft oder in der Vergangenheit sein. In dem Augenblick, in dem wir uns auf unseren Atem konzentrieren, beim Einatmen weiß ich atme ein, beim Ausatmen weiß ich atme aus, werden Körper und Geist sehr schnell wieder zusammenkommen. Sobald Sie mit dieser Übung vertraut sind, wird es genügen, einmal einzuatmen und einmal auszuatmen, um den Körper zum Geist und den Geist zum Körper zurückzubringen. Dadurch sind wir im Hier und Jetzt wirklich anwesend. Um uns im Hier und Jetzt zu verankern, müssen wir unseren Geist zu unserem Körper zurückbringen. Diesen Zustand des Seins nennt man Einssein von Körper und Geist. Das Einssein von Körper und Geist ist der Lohn unserer Übung. Wir müssen nicht monatelang üben, nur eine halbe Minute, vielleicht sogar weniger. Wenn wir in das Hier und Jetzt zurückkehren, können wir die vielen Möglichkeiten des Glücks entdecken, die immer für uns da sind. Wir neigen dazu zu glauben, dass wir im Jetzt nicht glücklich sein können, sondern dass wir vielleicht irgendwann in der Zukunft glücklich sein werden. Diese Art von Vorstellung ist zu einer Gewohnheit geworden, die uns daran hindert, jeden Augenblick unseres täglichen Lebens intensiv zu erleben. Wenn ich
ich beim Einatmen meine Aufmerksamkeit, meine Achtsamkeit etwa auf meine Augen richte, begegne ich einer der Möglichkeiten für mein Glück. Beim Einatmen bin ich mir meiner Augen bewusst. Beim Ausatmen lächle ich meinen Augen zu. Das gehört zu den Übungen, die uns der Buddha mitgegeben hat. Wir nutzen die Energie der Achtsamkeit, um uns jeden Teil unseres Körpers bewusst zu machen und ihm zuzulächeln. Wenn Sie sich Ihrer Augen wirklich bewusst werden und ihnen zulächeln, dann werden Sie vielleicht feststellen, dass Ihre Augen noch gut funktionieren. Es ist etwas Wunderbares, gute Augen zu besitzen, denn man muss sie nur öffnen, um sich in jenem Paradies von Formen und Farben zu befinden, das uns täglich zur Verfügung steht. Diejenigen von uns, die ihr Augenlicht verloren haben, leben in der Finsternis und ihr sehnlichster Wunsch ist es, wieder sehen zu können. Könnten jene von uns, die blind sind, wieder Formen und Farben sehen, wäre es, wie wenn sie ins Paradies zurückkehren. Viele von uns haben sich jedoch daran gewöhnt, in Achtlosigkeit zu leben. Wir wissen unsere Augen nicht mehr zu schätzen, auch nicht das Paradies der Formen und Farben, das wir dank unserer Augen jeden Moment erblicken können. Beim Einatmen bin ich mir meines Herzens bewusst. Beim Ausatmen lächle ich meinem Herzen zu. Mit Hilfe der Energie der Achtsamkeit können Sie Ihr Herz auf diese Weise umarmen. Vielleicht bemerken Sie dabei, dass Sie ein Herz haben, das normal funktioniert. Viele Menschen wünschten, Sie hätten ein normal funktionierendes Herz, und das ist Ihr sehnlichster Wunsch. Sie können jederzeit einen Herzanfall haben, und darum wünschen Sie sich ein gesundes Herz, wie unseres. Wenn wir bei unserem achtsamen Atmen unser Herz etwas länger umarmen, werden wir vielleicht erkennen, dass es sehr schwere Arbeit geleistet hat, um unser Wohlbefinden Tag und Nacht aufrechtzuerhalten. Wir werden feststellen, dass unser Herz eine der grundlegenden Voraussetzungen für unser Wohlbefinden ist. Vielleicht entdecken wir auch, dass wir leichtsinnig gelebt haben. Wir haben gegessen, getrunken, geraucht und unserem Herzen so die Arbeit erschwert. Wir haben nicht bedacht, dass wir jedes Mal, wenn wir Alkohol trinken oder eine Zigarette anzünden, unserem Herzen etwas zuleide tun. Mindfulness helps you to be aware of the basic conditions of your being. Achtsamkeit hilft Ihnen auch zu erkennen, was man tun soll und was nicht, um diese Voraussetzungen für das Glück zu bewahren. Der Buddha hat uns geraten, diese Übung liegend zu machen. Wir üben das Bewusstsein von jedem einzelnen Teil unseres Körpers. Beim Einatmen bin ich mir meiner Leber bewusst. Beim Ausatmen lächle ich meiner Leber zu. Das mag das erste Mal sein, dass Sie Ihrer Leber Aufmerksamkeit schenken, Ihr Interesse und Wertschätzung entgegenbringen. Vielleicht hat Ihre Leber schon sehr gelitten und wollte Ihnen Hilfssignale schicken. Achtsamkeit hilft uns, genau zu erkennen, in welcher Verfassung unsere Leber ist, damit wir wissen, was wir tun oder lassen sollen, um sie zu behüten. Es gibt eine lange Lehrrede des Buddha, die uns helfen soll, zu unserem Körper zurückzufinden und uns mit ihm zu versöhnen, ihn wieder kennenzulernen und uns mit ihm anzufreunden.
to make friends with our body and to reconcile with it again. Indem wir Achtsamkeit des Körpers üben, erkennen wir vielleicht, dass wir nicht sehr behutsam mit ihm umgegangen sind. Nicht nur, dass wir unserem Körper viele Gifte zugeführt haben, viele Substanzen, gegen die er kämpfen muss. Darüber hinaus haben wir auch noch verlernt, unserem Körper Ruhe zu gönnen. Ein schwer verletztes Tier im Wald weiß genau, dass es nur einen stillen Platz braucht, wo es sich niederlegen kann, und denkt nicht ans Essen, bis es wieder gesund ist. Unser Körper besitzt die Fähigkeit, sich selbst zu heilen, wenn wir es nur zulassen. Wir haben die Fähigkeit verlernt, uns auszuruhen. Und darum ist es eine ganz wichtige Übung, wieder zu lernen, uns niederzulegen, unser Nervensystem und unseren Körper zu entspannen und sich erholen zu lassen. Vielleicht gibt es kranke Stellen in unserem Körper. Wir sollten jedes Mal, wenn wir bei unserer achtsamen Umarmung zu dieser Stelle des Körpers gelangen, dort länger verweilen und ihr unsere Zuneigung, unser Mitgefühl und unser Lächeln schenken. Das wird die Heilung beschleunigen. Natürlich dürfen wir Medikamente einnehmen. Aber vielleicht haben wir schon zu viele genommen. Sich zu entspannen, dem Körper zu erlauben, sich zu entspannen und den kranken Teil unseres Körpers mit dieser Energie der Achtsamkeit zu umarmen, hilft schon sehr. Dann brauchen wir nicht mehr so viele Medikamente einzunehmen. Unser Bewusstsein ist wie unser Körper. Es hat die Fähigkeit, sich selbst zu heilen, aber wir lassen es nicht zu. Wir haben täglich Giftstoffe in unser Bewusstsein eindringen lassen. Angst, Wut, Verblendung und andere Arten von negativen Gefühlen, die unser Leid nur verlängern. Are the kind of poisons that continue to make us suffer. The Buddha said that the pain, the sorrow. Der Buddha sagte, dass unser Schmerz, unsere Sorgen, unsere Angst, unsere Depressionen dadurch entstanden sind, dass wir ohne Achtsamkeit konsumiert haben. Consume without mindfulness. The Buddha liked to. Der Buddha hat gern unsere Nahrung als Vergleich herangezogen. In terms of nutriment, food, our joy, if not. Unsere Freude wird nicht lange, wenn sie nicht die Nahrung bekommt, die sie braucht. To get the food it needs, will not be able to stay with us very long. Our fear, our suffering. Unsere Furcht, unser Leiden, unsere Depressionen können ohne Nahrung auch nicht überleben. Der Buddha rät uns zu üben, tief in das Wesen unserer Schmerzen und Sorgen und Angst zu schauen, um die Quelle ihrer Nahrung zu finden. Mit der Energie der Achtsamkeit können wir direkt in das Wesen unseres Schmerzes, unseres Leidens schauen und die Quellen der Nahrung suchen, die sie am Leben halten. Wenn wir sie gefunden haben, brauchen wir ihnen nur die Nahrung zu entziehen und dann werden sich unser Schmerz, unsere Sorgen, unsere Angst von allein auflösen. In our daily life, because of our forgetfulness. Durch Unachtsamkeit nehmen wir in unserem täglichen Leben hochgiftige Stoffe in unseren Körper und in unser Bewusstsein auf. And into our consciousness many items that are highly toxic. Der Buddha rät zur Übung der achtsamen Nahrungsaufnahme.
Nicht nur, was wir essen und trinken, sondern auch, was wir täglich hören, was wir täglich sehen, was wir täglich angreifen, kann giftige Stoffe enthalten, die in unserem Körper und in unserer Seele viel Leid und Schmerz verursachen. Die fünf Achtsamkeitsübungen, die uns der Buddha nahegelegt hat, dienen unserem Schutz und dem Schutz unserer Familie und unserer Gesellschaft. Achtsamkeit ist die Art Energie, die uns hilft zu erfassen, was im Hier und Jetzt geschieht. Die Energie der Achtsamkeit hilft uns, jeden Moment unseres täglichen Lebens intensiv zu erleben. Sie hilft uns auch auf unserem Weg der Veränderung und der Heilung. Achtsamkeit ist die Buddha-Energie, die allen zur Verfügung steht. Wir alle haben die Fähigkeit, achtsam zu sein. Wenn ich Wasser trinke und ich weiß, während ich trinke, dass ich trinke, dann ist Achtsamkeit bereits vorhanden. Wir nennen es Achtsamkeit des Trinkens. Wenn wir gehen und uns bei jedem Schritt voll bewusst sind, dass wir gehen, ist Achtsamkeit da. Wir nennen es Achtsamkeit des Gehens. Wenn wir unser Frühstück zubereiten und dabei jeder einzelnen Handlung voll gewahr sind, dann ist Achtsamkeit da. Wir nennen es Achtsamkeit des Frühstückmachens. Die Übung der Achtsamkeit ist das Herz aller buddhistischen Meditationsübungen. Dabei braucht man dazu nicht einmal den ganzen Tag in einem Meditationsraum zu sitzen, um zu üben. Sie können auch in der Küche üben, im Garten, im Wohnzimmer beim Autofahren. Achtsamkeit des Autofahrens. In einem buddhistischen Praxiszentrum übt sich jeder darin, alles achtsam zu machen. Gehen, sitzen, essen, trinken, sauber machen, Frühstück machen. Eating, drinking, cleaning, breakfast making. In meinem Übungszentrum in Südfrankreich gibt es nur eine Art des Gehens, achtsames Gehen. Jedes Mal, wenn man von einem Ort zu einem anderen will, egal wie weit entfernt, vielleicht nur ein paar Meter, wird immer achtsames Gehen geübt. You always practice mindful walking. Achtsames Gehen ist die Übung im Gehen, die Schritte im Einklang mit dem Einatmen und dem Ausatmen. Achtsames Gehen heißt, sich jeden Schrittes, den man macht, bewusst zu sein. Jeder Schritt, den man macht, sollte einen ins Hier und Jetzt führen und die Einheit von Körper und Geist erfassen lassen. Achtsames Gehen ist eine wunderbare Möglichkeit, jeden Augenblick unseres täglichen Lebens intensiv erleben zu lernen. Wenn wir fähig sind, in den gegenwärtigen Augenblick zu gelangen, dann steht uns die Möglichkeit offen, all die Wunder des Lebens, die uns gerade zur Verfügung stehen, zu erleben. Es gibt so viele Aspekte des Lebens, die erfrischend, heilend und nährend sind. Wir sollten in der Lage sein, ihnen zu begegnen, damit wir uns verändern und heilen können. Wenn wir in das Hier und Jetzt gelangen, können wir aber auch den Schmerz und die Sorgen in uns finden. But if you have the energy of mindfulness with you, wenn man die Energie der Achtsamkeit zur Verfügung hat, dann kann man den Schmerz und die Sorgen erkennen und weiß, wie man sie umarmen kann. Diese Übung des Umarmens allein bringt Erleichterung. Mit der Energie der Achtsamkeit kann man auch üben, tief in das Wesen der Schmerzen und Sorgen zu schauen, um zu erkennen, woher sie kommen. About that nature.
Die Energie der Achtsamkeit birgt in sich die Energie der Konzentration und der Einsicht. Genau diese Einsicht kann uns von unserem Leid befreien. Nach den Lehren des Buddha gibt es 5 Aspekte, die unser Sein ausmachen: Körper, Gefühle, Wahrnehmungen, geistige Gebilde und Bewusstsein. Das Reich dieser 5 Elemente ist sehr groß. Es ist das Königreich, in dem wir als Königin oder König herrschen. Aber die meisten von uns sind nicht sehr verantwortungsbewusste Herrscher, weil wir dauernd versuchen, von unserem Reich wegzulaufen. Das kommt daher, weil wir glauben, wenn wir in unser Königreich zurückkommen, werden wir mit den Schmerzen, den Sorgen und der Verzweiflung, die dort sind, konfrontiert. Daher haben sich viele von uns angewöhnt, wegzulaufen und Zuflucht zu suchen in anderen Beschäftigungen wie Fernsehen, Telefonieren, Zeitschriften lesen und so weiter. Der Buddha rät uns, in unser eigenes Königreich zurückzukehren und zu versuchen, dort die Harmonie und den Frieden wiederherzustellen, die wir wirklich brauchen. Wenn wir wissen, wie man achtsames Atmen, achtsames Gehen übt, dann können wir in unser Königreich zurückkehren, ohne so sehr leiden zu müssen. Die Energie der Achtsamkeit nimmt uns die Angst davor, in unser Königreich zurückzukehren, weil wir wissen, wie wir die Schmerzen und Sorgen erkennen und umarmen. Wir alle haben positive und negative Energien in uns. Unsere Vorfahren, unsere Eltern haben uns viele Samen des Glücks, aber auch Samen des Leidens übertragen. Die Achtsamkeit hilft uns, die positiven Samen in uns zu finden und sie in unserem täglichen Leben aufgehen zu lassen. Der Samen des Mitgefühls, der Samen der Freude und der Samen der Toleranz. Achtsamkeit hilft uns ebenso, die negativen Samen in uns beiseite zu lassen, den Samen des Ärgers, den Samen der Verzweiflung, den Samen des Leidens. Sollten die negativen Samen doch einmal aufgehen auf der oberen Ebene unseres Bewusstseins, weiß man sie durch Achtsamkeit zu erkennen, zu umarmen und zu verwandeln. Es gibt Zeiten, in denen wir uns der Tatsache sehr bewusst sind, dass wir uns selber Schaden zufügen, wenn wir diese Dinge sagen, wenn wir diese Dinge tun. Doch wenn sie gesagt sind, wenn sie getan sind, ist der Schaden bereits angerichtet. Wir leiden, wir verursachen bei anderen Leid und wir geloben, diese Dinge nicht mehr zu sagen oder zu tun. Und doch sagen und tun wir sie wieder. Wir verursachen viel Leid für uns und die anderen und wir sagen, es ist einfach stärker als wir. Diese Form der negativen Energie, die uns zwingt, etwas zu tun, was wir nicht tun wollen, etwas zu sagen, was wir nicht sagen wollen, heißt im Buddhismus Gewohnheitsenergie, Vasana. Diese Gewohnheitsenergie kann auf uns übertragen worden sein durch mehrere Generationen unserer Vorfahren und durch unsere Eltern. Achtsamkeit hilft uns, diese negative Energie zu erkennen, wenn sie sich in uns manifestiert. Darum müssen wir die Energie der Achtsamkeit in uns kultivieren, indem wir lernen, unser tägliches Leben achtsam zu leben.
Solange unsere Energie der Achtsamkeit die Gegenwart der Gewohnheitsenergie wahrnimmt, kann uns die Gewohnheitsenergie nicht mehr zwingen, etwas zu tun oder etwas zu sagen, was wir nicht tun oder sagen wollen. Ich erinnere mich, dass vor etwa 10 Jahren ein junger Amerikaner in unser Praxiszentrum kam, um mit uns zu praktizieren. Er blieb 3 Wochen bei uns und übte Achtsamkeit. Er war erfolgreich, weil er von vielen Übenden und Mönchen umgeben war und freute sich sehr darüber. Eines Tages wurde er von der amerikanischen Gruppe gebeten, in die nahegelegene Stadt zu fahren und einzukaufen. Es war der Tag, an dem wir Thanksgiving auf buddhistische Art feierten. Jede der anwesenden Nationen sollte ein typisches nationales Gericht kochen, um es auf den Ahnenaltar zu stellen. Als er in der Stadt war, hat sich plötzlich eine Gewohnheitsenergie in ihm ganz stark manifestiert. Er spürte plötzlich, wie er nervös, hektisch wurde. Er wollte alles so schnell wie möglich erledigen und heimfahren. Während der letzten 3 Wochen hat er dieses Gefühl nie erlebt. Drei Wochen der Übung hatten ihm geholfen, die Gewohnheitsenergie zu erkennen. Und er konnte auch erkennen, dass ihm diese Energie von seiner eigenen Mutter übertragen worden war. Had been transmitted to him by his own mother. Because his mother was almost. Seine Mutter war immer in Eile gewesen und wollte immer alles so schnell wie möglich erledigt haben. Everything done very quickly. Als er dies erkannt hatte, lächelte er, ging zum achtsamen Atem zurück und sagte: Hallo, Mami. Und auf einmal war die Gewohnheitsenergie nicht mehr da. And from that moment on, the von diesem Augenblick an hat sich diese Gewohnheitsenergie in ihm nie mehr manifestiert, weil er wusste, wie er sich mit achtsamem Atmen helfen konnte. Man kann die Achtsamkeit natürlich für sich allein üben. Viel leichter ist es, wenn man im Rahmen einer Sangha übt, das heißt in einer Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die dasselbe üben. Da jeder in der Gemeinschaft Achtsamkeit übt, profitiert man von der gemeinsamen Energie der Sangha. Der junge Mann war allein in der Stadt, deshalb konnte sich die Gewohnheitsenergie wieder manifestieren. Das ist auch der Grund, warum wir in der buddhistischen Tradition Zuflucht zur Sangha nehmen. In meiner Heimat sagt man, ein Praktizierender, der seine Sangha verlässt, ist wie ein Tiger, der seinen Berg verlässt. Der Tiger wird von Menschen gefangen und getötet. Wenn ein Übender keine Sangha hat, die ihn unterstützt, wird er oder sie früher oder später mit dem Praktizieren aufhören. Darum sollten Sie eine Sangha haben. Sollten Sie Zuflucht zu einer Sangha nehmen, wenn Sie ernsthaft praktizieren wollen. Zu einer Sangha Zuflucht zu nehmen, ist nicht eine Sache des Glaubens, es ist eine Sache des Praktizierens. Man muss eine Gruppe Gleichgesinnter finden, die einen durch die gemeinsame Praxis unterstützen. Der Buddha sagte, dass es möglich ist, im gegenwärtigen Augenblick glücklich zu sein, auch wenn man gerade körperliche oder seelische Schmerzen hat. Mit der Unterstützung einer Sangha, mit der Unterstützung von der Energie der Achtsamkeit,
können wir das tägliche Leben voll Freude, voll Stabilität und voll Frieden leben. Sie brauchen nicht vollkommen gesund zu sein, körperlich oder seelisch, um glücklich zu sein. Auch mit viel Schmerz und vielen Sorgen ist es möglich, glücklich zu leben. Wirft man einen Stein in den Fluss, sei er noch so klein, er wird untergehen. Aber wenn man ein Boot hat, so wird es nicht untergehen, auch wenn es mit 30 Kilo Gestein beladen ist. Das Wichtigste ist daher, sich ein Boot zu beschaffen. Dieses Boot ist nach der buddhistischen Lehre in erster Linie die Energie der Achtsamkeit, die man entwickelt, und dann die Sangha, in der man die Unterstützung bekommt. And with these conditions, not only you can. Unter diesen Voraussetzungen kann man nicht nur glücklich leben, sondern auch die Schmerzen und Sorgen, die noch in einem sind, verwandeln. This pain and this sorrow that are still in yourself. I would like to speak a little bit more about the nature of mindfulness, so that. Ich möchte noch etwas über die Natur der Achtsamkeit sprechen, damit jeder von uns die Übung der Achtsamkeit in unserem täglichen Leben anwenden kann. We can apply the practice of mindfulness in our daily life. Die Energie der Achtsamkeit ist die Energie, die uns helfen kann, wirklich da zu sein, vollkommen gegenwärtig und lebendig. Wir wissen, dass die Praxis des achtsamen Atmens oder Gehens oder Säuberns die Energie der Achtsamkeit erzeugen kann. Was ihr Leben real und wahr macht, ist ihre wirkliche Präsenz. Ihre wirkliche Präsenz ist das wertvollste Geschenk, das sie dem Leben und den Menschen, die sie lieben, machen können. I know a young man of 11 years old. Ich kenne einen jungen Mann von 11 Jahren. Sein Vater fragte ihn, was er sich zu seinem Geburtstag wünschte. Er war verlegen, sein Vater war sehr reich. Er konnte sich jedes Geschenk für seinen Sohn leisten, aber sein Sohn wusste nicht, was er wollte. Nur eins wünschte er sich wirklich: die Anwesenheit seines Vaters. Sein Vater war sehr beschäftigt. Wenn man reich ist, dann möchte man nicht weniger reich sein. Und daher muss man seine ganze Zeit und Energie aufwenden, um reich zu bleiben. Dann hat man keine Zeit mehr für die Familie. Der reiche Geschäftsmann hatte keine Zeit für seinen Sohn. Darum sagte sein Sohn nach einigem Nachdenken: das Einzige, was ich mir wünsche, bist du, Vater. Manchmal war der Vater zwar da, aber er war so mit seinen Plänen und seinen Ideen beschäftigt, dass er für seine Frau und seine Kinder nicht wirklich vorhanden war. Nach unserer Praxis braucht ein guter Vater nur achtsam einzuatmen und auszuatmen, ein paar Schritte in Achtsamkeit zu machen und dabei seine ganzen Pläne loszulassen und sich dann zu seinem Sohn zu setzen. Nachdem er sich ganz in den gegenwärtigen Augenblick versetzt hat, wird er seinem Sohn in die Augen schauen und sagen: Liebling, ich bin ganz für dich da. Das allergrößte Geschenk, das Sie Ihren geliebten Menschen machen können, ist Ihre wirkliche Gegenwart. Wie können Sie lieben, wenn Sie nicht da sind? Das ist eine Art Mantra. Liebling, ich bin da für dich. Jedes Mal, wenn Sie dieses Mantra aussprechen, wird der Mensch, den Sie lieben, von Ihrer Achtsamkeit eingehüllt und wie eine Blume erblühen. Für mich muss ein wahrer Liebender die Kunst der Achtsamkeit lernen, im Hier und Jetzt ganz gegenwärtig sein. Tatsache ist, wenn Sie sich wirklich im Hier und Jetzt befinden, dann ist noch etwas da, nämlich das Leben.
Suppose you are standing there with a group of friends. Stellen Sie sich vor, Sie stehen mit einer Gruppe von Freunden und sehen sich einen wunderschönen Sonnenuntergang an. Wenn Sie aber noch in Ihren Sorgen gefangen sind, in der Vergangenheit, in der Zukunft, ist der Sonnenuntergang für Sie nicht da. Dann brauchen Sie nur einzuatmen, ruhig zu werden, auszuatmen und zu lächeln, Ihre wahre Gegenwärtigkeit zu finden, und der wunderschöne Sonnenuntergang gehört Ihnen. Wenn Sie wirklich gegenwärtig sind, dann sind Sie auch in der Lage, die Anwesenheit eines geliebten Menschen wahrzunehmen. Es ist dieselbe Energie, die Ihnen hilft, ihn oder sie wirklich wahrzunehmen. Das zweite Mantra heißt, Liebling, ich weiß, du bist da und ich bin glücklich. Mit Ihrer Achtsamkeit erkennen Sie, umarmen Sie den Menschen, den Sie lieben. Auch das ist eine Übung der Achtsamkeit. Geliebt zu werden, heißt erkannt zu werden von dem Menschen, den man liebt. Wenn Sie wissen, wie Sie den Menschen, den Sie lieben, mit Ihrer wahren Anwesenheit und Achtsamkeit umarmen können, so wird dieser Mensch wie eine Blume erblühen. Diese Achtsamkeitsübung können Sie jederzeit in Ihrem täglichen Leben machen. Weil Sie wirklich da sind, wissen Sie auch, wie sich der geliebte Mensch fühlt. Wenn der geliebte Mensch leidet, so werden Sie es sofort erkennen. Indem Sie wirklich da sind und den anderen mit Ihrer vollen Präsenz umarmen, praktizieren Sie das dritte Mantra. Liebling, ich weiß, du leidest, und darum bin ich ganz da für dich. Und noch bevor Sie irgendetwas für Sie oder ihn tun, hat Ihre wirkliche Anwesenheit bereits eine große Linderung des Leids herbeigeführt. Wenn man nämlich leidet und der Mensch, den man liebt, weiß es nicht, leidet man noch mehr. Aber wenn der Mensch, den man liebt, wirklich da ist und das Leid des anderen spürt, dann erleichtert das schon sehr. Die Praxis der Achtsamkeit ist die Praxis der Liebe. Es gibt noch ein viertes Mantra, aber das ist für diejenigen von uns, die noch nicht geübt haben, sicher etwas schwierig. Es gilt für den Fall, dass man selber leidet und glaubt, dass der geliebte Mensch die Ursache dafür ist. Wenn wir leiden und glauben, dass der andere Mensch, den wir so sehr lieben, Schuld hat, dann neigen wir dazu, sie oder ihn zu meiden, um allein zu leiden. Man geht dann in sein Zimmer und sperrt sich ein und weint allein. Man will weder auf Fragen antworten, noch von anderen berührt werden, nur allein sein. Das ist eine Art Stolz. Man leidet, aber man sagt, dass man den anderen Menschen nicht braucht. Es ist alles in Ordnung. In Wirklichkeit ist aber gar nichts in Ordnung. Mit etwas Achtsamkeit würde man bemerken, dass dieses Verhalten nicht der wahren Liebe entspringt. Wahre Liebe heißt, dass man in den Menschen, den man am meisten auf der Welt liebt, volles Vertrauen hat. Man muss diesem Menschen sagen können, dass man ihn braucht. Man muss sagen können, dass man leidet und dass man seine Hilfe braucht. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was man machen möchte, wenn man sich von einem anderen Menschen verletzt fühlt. Eigentlich sollte man mit seiner vollen Präsenz hingehen und das vierte Mantra sagen können. Liebling, ich leide so sehr, bitte hilf. Wenn man die Achtsamkeit nicht praktiziert, dann ist es sehr schwer, dieses vierte Mantra zu sagen. In meiner Heimat gibt es eine Geschichte, die jeder kennt. Die Geschichte des Herrn Tang.
Herr Tang wurde zur Armee einberufen, als seine Frau gerade schwanger war. Beide weinten sehr, als er weg musste. Nach 2 Jahren durfte er wieder nach Hause zu seiner Frau und zu seinem kleinen Buben. Die junge Frau lief ihm mit dem kleinen Buben entgegen, um ihn zu begrüßen, und sie weinten vor Glück, wieder zusammen zu sein. Bei uns ist es Brauch, ein glückliches Ereignis wie dieses unseren Ahnen mitzuteilen. Der Mittelpunkt von jedem Haus in meinem Land, egal wie arm die Menschen sind, ist ein Altar für unsere Ahnen. Bei wichtigen Familienanlässen werden Räucherstäbchen angezündet und man steht vorm Altar und gibt den Ahnen die Nachricht bekannt. Wenn man seine Tochter an einen jungen Mann aus dem Nachbardorf verheiraten oder seinen Sohn auf die Universität schicken will, dann muss man es den Ahnen mitteilen. Die junge Frau wurde auf den Markt geschickt, um für das Opfermahl am Ahnenaltar einzukaufen. Kaum allein wandte sich der junge Vater zu seinem Buben und versuchte ihn zu überreden, ihn Vater zu nennen. Aber der kleine Bub weigerte sich. Sie sind nicht mein Vater, Herr. Mein Vater ist jeden Abend gekommen und meine Mutter hat viel mit ihm geredet und manchmal auch geweint. Und jedes Mal, wenn sich meine Mutter setzte, setzte er sich auch. Jedes Mal, wenn sich meine Mutter niederlegte, legte er sich auch nieder. And when the young husband heard that, all his happiness. Als der junge Ehemann das hörte, löste sich sein ganzes Glück auf und er wurde so kalt wie ein Eisblock. Cold like a block of ice. When the lady. Als die Frau heimkam, sah er sie nicht mehr an und redete nicht mehr mit ihr. He did not talk to her anymore. And after the offering had been placed on the altar. Nachdem die Opfergaben auf den Altar gelegt waren, rollte er eine Matte auf, zündete Räucherstäbchen an, betete, machte die 4 traditionellen Verbeugungen, rollte dann die Matte schnell wieder ein und erlaubte so seiner Frau nicht, sich ebenfalls vor den Ahnen zu verneigen. Anstatt zu Hause zu bleiben und gemeinsam mit der Familie zu essen, ging er weg und verbrachte den Rest des Tages in einem Schnapsladen. Auch die nächsten 3 Tage verhielt er sich genauso und kam erst um 2 Uhr nachts nach Hause. Die junge Mutter litt unsäglich, sie konnte sein Verhalten nicht verstehen. Am 4. Tag sprang sie in einen Fluss und ertränkte sich. Der junge Vater ging erst heim, als er die Nachricht hörte. Abends suchte er die Lampe und zündete sie an. In dem Moment zeigte der kleine Bub auf den Schatten seines Vaters an der Wand und sagte, "Hier, Herr, das ist mein Vater." "Here, Mister, this is my father." Meine Mutter hat viel mit meinem Vater geredet und sie hat viel geweint. Und jedes Mal, wenn sie sich setzte, setzte er sich auf. Und so stellte sich heraus, dass der Mann, der jeden Abend gekommen war, nur der Schatten der Mutter des kleinen Buben war. Mein lieber Mann, du bist schon so lange fort. Wie soll ich nur ganz allein unser Kind großziehen? Hatte sie geweint.
Die Täuschung verschwand. Der junge Vater begann zu begreifen, aber es war zu spät. Wenn er zu seiner Frau gegangen wäre und sie gefragt hätte, liebe Frau, wer ist die Person, die allabendlich kam und mit der du jeden Abend geredet hast, wie mir der kleine Bub erzählt hat? Wenn er seiner Frau diese Frage gestellt hätte, hätte seine Frau die Möglichkeit gehabt, alles zu erklären. Und sie hätten gemeinsam die Tragödie abwenden können. Die junge Frau war gedemütigt worden, sie hatte sehr gelitten. Aber sie hat genau den gleichen Fehler gemacht. Sie hätte zu ihm gehen sollen und sagen, lieber Mann, ich leide so sehr, ich verstehe einfach nicht, warum du dich mir gegenüber so verhältst, seit ich vom Markt heimkam. Du schaust mich nicht an, du redest nicht mit mir. Was habe ich denn Schreckliches verbrochen, dass du mich so behandelst? Und wenn wir genau hinsehen, was beide davon abgehalten hat, das zu tun, so sehen wir, dass es bei beiden der Stolz war. Um das vierte Mantra praktizieren zu können, müssen wir den Stolz in uns wahrnehmen. Vielleicht sind Sie das Opfer einer Täuschung, wie Herr Tang. Darum schlage ich vor, dass Sie das nächste Mal, wenn Sie leiden und glauben, dass Ihr Leid von einem geliebten Menschen verursacht worden ist, nicht wie Herr Tang oder Frau Tang handeln. Sie müssen achtsames Atmen üben, achtsames Gehen, vor den anderen Menschen treten und das vierte Mantra sagen. Liebling, ich leide so sehr, bitte hilf mir. Bitte erklär mir, warum du mich so behandelt hast. Bitte erkläre mir, warum du mir so etwas gesagt hast. Wenn Sie dieses Mantra aussprechen, dann werden Sie die Tragödie verhindern können. Liebe Freunde, buddhistische Meditation ist nicht auf Mönche und Nonnen und Meditationsräume beschränkt. Jeder von uns kann die Energie der Achtsamkeit kultivieren und dadurch die Qualität in seinem täglichen Leben erhöhen. In uns ist ein Fluss der Gefühle und auch ein Fluss der Wahrnehmung. Meditation heißt, präsent zu sein und sich des Stromes unserer Gefühle und unserer Wahrnehmungen bewusst zu werden, damit wir nicht ihr Opfer werden. Mit der Energie der Achtsamkeit können wir die Samen des Glücks und die Samen des Leidens in uns erkennen und in den Menschen, die wir lieben. Es ist daher überaus ratsam, die guten Samen im geliebten Menschen zu entdecken und diese Samen zu gießen. Denn sie werden wie Blumen erblühen und den anderen glücklich machen und dadurch auch sie glücklich machen. Mit der Energie der Achtsamkeit erkennen wir auch die negativen Samen im anderen und achten genau darauf, sie ja nicht zu gießen. Wenn wir täglich die Samen des Zorns, der Angst oder der Eifersucht dem anderen Menschen gießen, dann wird der andere leiden und sie dadurch auch. Um den Menschen, den Sie lieben, glücklich zu machen, gießen Sie doch täglich die Samen der Freude, des Mitgefühls, der Toleranz im anderen Menschen. In uns sind Blumen und Abfall zugleich. Wenn wir üben, die Blumen in uns und in anderen zu gießen, dann wird das Glück Wirklichkeit. Man braucht nicht lange zu üben. Vielleicht nur einen Tag, zwei Tage, drei Tage diese Übung des selektiven Gießens. Und man kann die Dinge bereits verändern. Der Buddha sagte immer wieder, dass es möglich ist, im gegenwärtigen Augenblick glücklich zu sein. Indem man die Energie der Achtsamkeit kultiviert, kann man die positiven Aspekte des Lebens im Hier und Jetzt finden.
indem man die Energie der Achtsamkeit benutzt, um den Schmerz und die Sorgen zu umarmen und zu verwandeln und zu heilen. For transforming and healing. To be there. Da zu sein, ganz lebendig, ganz präsent, um auf unseren Körper und unser Bewusstsein zu achten und auch auf Körper und Bewusstsein der geliebten Menschen. Diese Übung ist für jeden von uns möglich, egal ob er Buddhist ist oder nicht.